Harry Maguire ist ein absoluter Meme-Spieler und produziert lustige Momente am laufenden Band. Aber wir regen heute auf die lustigsten Momente im Fußball. Da wird sicher auch mal der Harry Maguire drin zu sehen sein. Der Keeper will den will er schnell aus. Ehrlich, da bist du dann auch selber schuld. Was ist denn das für eine Aktion vom Keeper? Ja, und er weiß, unbelievable, denn das ist wirklich, das sind Comedy-Moments. Come on, ich bin sowas von ready für dieses Video, Freunde. Und da gibt's auch noch eine Challenge, da kläre ich euch aber später noch auf. Dranbleiben lohnt sich bis am Ende, damit ihr da nichts verpasst. Nicht, dass ihr danach sagt, aber da ist halt die Frage, ja, kommen da die Emojis, Urs Fischer ist gar nicht happy, aber das ist die Frage, musst du den so zurückspielen? Ich weiß nicht, Digga. Dann haben wir jetzt Geisinho, Johannes Geis bei Mainz. Damals, der ist ja zu Schalke gewechselt, dann, und ja... Da merkt man, warum Schalke den geholt hat. Den Ball knipst er da zum UFO, aber der Rasen ist auch alles andere als in einem guten Zustand. Ja, reason aliens attackers. Ja, ja. Ja, Geisinho, war nix. Aber die große Preisfrage, was ist in meinem Umschlag mit dem Fragezeichen? Denn ich habe mir einen Verein aufgeschrieben, der als letzter Verein in diesem Video vorkommen wird. Und sollte das aber nicht zutreffen, muss ich als Bestrafung nachher Center Shocks gemischt mit Mayonnaise essen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ist die Frage, wird's meins sein? Ich glaube nicht. Ohoi, und dieser Dortmund-Fan weiß, ja, Illuminaten und Aliens, das macht mir ein bisschen Angst. Weiter zum nächsten Clip. Und Effekt, ja. Der Effekt ist ja, was? Oscar. Kyriakos Papadopoulos. Alter, mit AI ist wirklich schon so viel möglich. Und wie gut ist dieses Video bitte geschnitten? Kyriakos Papadopoulos, Best Actor. Gratulation. Auch von mir, Bruder. Dann ist der hohe... Oh, das ist Darmstadt mit dieser Aktion Darmstadt gegen Braunschweig. Die heben sich hier gegenseitig hoch. Das ist doch nur gut. Das ist doch nur genial. Fabian Holler hängt da einfach beim Gegner. Ich fühle die Aktion so viel. Es ist auch so eine gute Aktion. Das ist... So ist Fußball geil. Jetzt aber das ist nicht Lewandowski. Castro zusammenhauen. Das ist sowas von... Blöd, aber das mag ich. Eckball. Wieder. Junge, wie viele Bundesliga-Momente wollen denn hier noch kommen? Imposter, aber das ist halt ein impossible Eigentor von Werder Bremen. Sebastian. Oh, nee. Ja, I play for the Green. Und die Bundesliga ist scheinbar eine Liga, wo es viel zu lachen gibt. Aber ganz ehrlich, ich beschwere mich nicht. Bro, ist doch nur ein Eigentor. Ist doch nicht so schwer, ist doch nicht so wild. Das war vom VfL allen. The worst Bundesliga-Debüt. Oh, schon wieder. Ja, das habe ich damals ja sogar... Das habe ich damals sogar verfolgt. Ja klar, mit Dieter Hecking als Trainer. 15 Minuten. Is first and only appearance in der Bundesliga. Das ist wirklich traurig. Wie heißt der Spieler? Kann mir das jemand sagen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, Freunde. Aber davor guckt man noch auf den Hype, was mal meinen ersten eigenen Torwart-Handschuh. Die Dinger sehen nicht nur crazy aus, sondern haben auch noch Crazy Grip. Und der zweite Drop ist jetzt mit 250 Stück erhältlich. Na, du willst auch endlich die unhaltbaren Bälle halten? Dann hol dir jetzt den Hyper-Smile. Link ist unten in der Beschreibung. Aber es geht schon wieder weiter in der... Wir haben hier Funniest Moments in Bundesliga. Hätte man das Video auch nennen können hier, Digga. Vielleicht, je nachdem, vielleicht, wenn da nur Bundesliga-Clips kommen. Hier, ja, Heiko Herrlich fliegt herrlich auf den Boden. Ist auch so eine legendäre Schwalbe, die er da gemacht hat. Bruder, warum? Warum hat er das nötig? Baumgartlinger denkt sich auch nur so, Bruder, mein Trainer ist so lost. Wieder Köln gegen Duisburg. Ist das Duisburg? Oh ne. Das ist die Mutter aller. Da, ja, come on. Da, ja, ja. Da drückt er selber an. Wie heißt der? Heißt der Henk? Ne, Henkel. Boah, wie hieß denn der? Der war bei Düsseldorf Trainer. Ich weiß nicht, wer er hieß. Boah, wie hieß der Trainer damals bei Düsseldorf? Ich muss das googeln. So, wo haben wir es hier? Hier, Norbert Meyer. Norbert Meyer, der Kerl war es hundertprozentig. Der absolute König. Haben die einen Vogel? Versteht ihr? Ja. Da ist halt niemand. Das ist schon wieder Anthony. Das ist schon wieder Anthony. Junge, bist du lost? Sag mal. Anthony gleich. Anthony in den ersten Minuten gleich mal doppelt am Start. Ist das Darwin Núñez? Darwin Núñez. Oh, das ist auch. Eieiei. Was macht er hier? Nee, Keeper. Keeper. Keeper dranbleiben. Das. Torwartfehler tun am meisten weh. Denn da, ja, da ist die Kugel dann meistens im Netz, außer der Gegenspieler ist André Silva. Ah, oder Timo Werner oder jeder Schalke-Stürmer. Oh, was ein Keeperfehler hier. Was ein Keeperfehler schon wieder. Und das Ding ist Tor. Bam, Kopfball. Zack, Monti hat ihn. Aber was war da? Was war, was? Romero, der reißt hier Kukurea an der schönen Abracht. Junge, das geht ja mal gar nicht. Da gebe ich euch noch ein Update, keine Sorge. Und das hier ist, das ist er, der Goat, der Defensiv-Goat, Harry Maguire blamiert sich mal wieder, das gibt's doch nicht, Harry.
Die nächste Situation. Muss endlich auch mal ein Schalker dabei sein. Wer ist es? Kral oder Schwolo? Ja, keine Ahnung. Beiden gebe ich hier irgendwie die Schuld. Man liegt Schau noch da, nochmal bei Schalke. Komplett lost. Der Joke war nicht so prickelnd, aber die ist einfach immer noch da. Die denkt sich auch nur so, ja, ist Bundesliga in Dortmund, herrliches Wetter. Da bin ich natürlich dabei. Thomas Müller! Oh, hat gemerkt, den kann er doch noch. Wenn es nicht gegen Schalke wäre und sie das Spiel 8-0 gewonnen, nicht 8-0 gewonnen hätten, wäre es lustig. Ja. Aber dann haben wir hier Roman Bürki und sein Pre-Match-Ritual. Der knabbert sich ja immer den Ball von den Schiedsrichtern, oder? Nimmt sich einmal die Kugel da so von unten durch. Da greift auch einmal durch, ja? Zack. Holt sich die Pille ab. Kannst du mir mal die Kugel geben? Den Ball? Ja, gib mir die Kugel, danke. Ich will mein Gefühl haben für den Ball. Hallo, auch hier bitte. Entschuldigung, mal weg hier für die Fernsehbilder. Alles gut, aber ich finde das so geil. Schmelzer war mal BVB-Kapitän, by the way. Was ist denn hier? Nee, nicht Schmelzer. Warte, doch, Schmelzer. Da passt schon. Papadopoulos spielt ihm die Kugel hin. Also, Bürki, das ist schon... Torhüter sind anders, aber anders gut sind auch meine Crazy Gloves. Die Hyper-Smile. Hier seht ihr sie. Link in der Beschreibung, wenn ihr die auschecken wollt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Aber die Frage ist hier natürlich noch, was steht im Umschlag? Ist der, glaube ich, der Rechtsverteidiger damals. Hallo, immer zwei. More Madness! Oh, das ist so heftig. Wird es heute natürlich nicht ergeben, dank dem VAR. Auch wenn der ansonsten meistens ziemlich kacke ist. So, was macht Thiago Alcantara? Der ist impressed. Oh, very impressive da, dass der Linienrichter. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Davy Selke, der Goat. Davy Selke. Oh, da steht sie. Oh, Strike. Schön, alle umgeräumt vom... Ist das ein Klappbar? Nee, das ist Kimmich. Kimmich räumt alle um. Selke, den Schiri und Salomon Kalou. Was macht da hinten? Oh mein Gott, was ist hier los? Voll abgeömmelt. Zack, die Schiedsrichterin, auch die wird abgeschossen. Da ist alles drin, Leute. Ja, Felix Groß denkt sich so, aber Bibiana Steinbach, glaube ich, Steinhöfer, denkt sich auch so, ja, ich kann ja auch nichts dafür, Bruder. Geh dich halt bei deinem Bruder Toni beschweren, Digga. Apropos beschweren, was machen die hier beim Schiedsrichter? Sich auch beschweren? Na, Doppelgelb! Hat der zwei gelbe Karten? Oh, aber der wurde ausgewechselt, oder was? Oh, beiden halten Händchen, das ist so schön zu sehen. Zack. Gemeinsam Hand in Hand. Ribéry und Robben, auch die küssen sich. Der FC Bayern, eine absolute Traumbeziehung. Auch der FC Bayern kommt hier also als letztes vor. Jetzt aber die große Preisfrage. Wen habe ich hier aufgeschrieben? Antwort! Oh, es ist der BVB und ich muss als Bestrafung. Ja. Saurer Senterschock mit ekliger Mayo. Lego! Fühle ich nicht. Aber wenn dir dieses Video gefallen hat und du lachen musst, das wirst du auch bei diesem Video lachen müssen. Also hier klicken. Jetzt gleich angucken.